Guten, hallo und herzlich willkommen bei der Vision 2. Heute geht's wieder weiter. Muss ich jetzt mal gucken. Irgendwie habe ich keinen Sound, oder? Beziehungsweise, wo geht mein Sound hin? Da ist ja mein Sound. Warte, mach mal hier mal meine. So, machen wir mal hier Mikrofon etwas leiser. Sound machen wir mal etwas lauter. Ich denke, so ist das okay. Eventuell vielleicht etwas mehr. Was mich wieder hier stört, ist, dass er mir hier schon wieder das Bild nicht auf Vollbild setzt. Und wenn denn? Ja, ich möchte es im Vollbild. No. Starten wir mal hier mal durch. Heute ist auch Premiere. Und zwar, heute wird auch Sicherer Bereich gestreamt entdeckt. auf der Plattform TikTok. Ich habe den Channel noch nicht in meine Infos reingepackt. Das werde ich noch heute Abend tun. Natürlich werdet ihr ihn sehr leicht finden, da das gleiche Cover-Up und auch der Name gleich ist. Mit Beposchokola findet ihr ihn sicherlich sehr schnell. So. Geiselnahme in der Nähe. Was haben wir heute zu tun? Ja, das Jefferson Trade Center. Oder wir machen noch die Die kleine Theatersiedlung hat den Nebenmission. Kontakt zu einer kleinen Gruppe verloren, die in der Bibliothek Ah, lebt. Sie gehen wir fürchten, dass zuerst Herr mal Jonas noch etwas etwas damit zu tun hat Side-Missions und machen, uns das bevor so wir nicht die gut aussehen. Hauptmissionen weitermachen. Denn das Jefferson Trade Center ist die letzte Mission, bevor wir die Hauptmission von den Hyenas machen. Keine Blutegel. Ja, richtig. Mach ich mal kleiner. Los geht's los. Heute übrigens auch mein erster Stream mit meinem neuen Controller. Ich habe mir das den Xbox Elite Controller Version 2. Elektronisches Gerät erkannt. Elektronisches Gerät. Wo? Okay. Hier. Okay. Bin ich jetzt dumm? Agent fordert Verstärkung an. Oder liegt es hier? Ah, es liegt hier. Gern. Ich hätte es nicht erwähnen sollen. Nein, schon gut.
muss noch etwas klarkommen mit den Tastenbelegungen. Da ich ja vorhin mit dem Razer Raichu von der den alten das alte Modell von der PlayStation 4 gespielt habe. Und da war es auch so, da hatte man 4 konfigurierbaren Buttons. Da waren halt die Buttons anders angeordnet. Hatte man halt die 2 M1 und M2 Taste oben neben dem L und R Stick. Also dem L1, also es war so zwischen dem L1, L2 und R1 und R2. Bei den Elite, die wo das Modell natürlich kennen, wissen, sind die Panels, so wie bei den SCUF Controllers, alle 4 hinten. Ist noch sehr ungewöhnlich. Ich habe die Tasten auch noch nicht richtig belegt. Momentan sind noch die Standard. Muss ich mir noch die Profile dazu richtig anordnen. Ich sag mal so, für heute reicht es. Ich wollte auch da jetzt nicht zu lange experimentieren mit den Tasten. Sonst wäre der Stream wieder viel zu spät gestartet und ja, ich arbeite morgen wieder. Sie sollten den Bereich sichern und dann nach Überlebenden suchen, die hier gewohnt haben. Ey, komm, wird nicht spät. Ja, weg. Also wenn ihr euch wundert, wieso ich auf der auf meinem TikTok jetzt keine Kamera anhabe, liegt daran, dass ich nur eine habe und da muss ich mich halt entscheiden, entweder über Streamlabs, wo ich ja über Twitch streame. Oder halt über TikTok. Natürlich wird das späterhin nochmal geupdatet mit einer zweiten Kamera, damit auch auf beiden Plattformen meine junge Fresse zu sehen ist. Was ich auf jeden Fall noch muss anpassen, sind hier zum Beispiel auch noch die die verschiedenen Chats, weil ich sehe gerade, ich habe die auf links und rechts verteilt. Das ist einfach scheiße, um den Überblick zu sehen, wenn jemand mir schreibt. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt mal provisorisch, das wird noch alles ganz genau angepasst. Geiseln sind tot. Verdammt. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die alle tot wären. Mensch, das ist so hell, ich sehe die Gegner nicht.
Licht geschoben. In Flammen, oder? Zack. Am Zeigtisch. Zeigtisch. Ich weiß doch, dass du kommst. Ah, Mist. Okay. Tschüss. Es werden Aktivitäten auf dem Dach gemeldet. Versuchen Sie hinaufzukommen. Dann gehen wir mal auf den Dach. Ja, meine Bewegungen sehen noch ziemlich sportmäßig aus. Aber ich denke, das wird sich jetzt in die nächsten Stunden legen. Wenn das Gefühl mal da ist, mit den Tasten umzugehen. Wie zum Beispiel das hier, das war jetzt nicht geplant, Waffe wechseln. Schon besser. Bam. Praktisch. Jetzt ist mit einem Granatlauncher. Zeig mir deine Rübe. Oh, da kommt der Dicke. Das ist nicht gut. Mensch, nerv nicht. So. Suchen Sie nach versteckten Überlebenden. Ich wäre froh, mein Geschützgewehr mitzunehmen. Also, zielen muss noch etwas hier geübt werden. Naja, die Joysticks sind auch etwas kleiner wie beim Raichu. Fühlen sich aber dementsprechend sehr nice an. Bewegungswinkel ist sehr, sehr angenehm. Sehr kurz und sehr direkt. Und das ist halt das Problem momentan. Ich muss mich dran gewöhnen. Natürlich sind eigentlich die längeren Sticks besser beim Aimen. Da hat man eine bessere Hebelwirkung und bessere Präzision. Aber da ich es nicht mag, mit zwei verschiedenen Höhen am Controller, da es dann für mich nicht mehr sehr geometrisch ist,
mag ich das halt nicht. Ich weiß, es ist definitiv besser, wenn man so spielt. Für die Leute, die das Spiel sehr interessant finden und es sich zulegen möchten, das Spiel ist ja schon etwas länger raus, man kann es sehr günstig halt bei Penguin erwerben. Ich habe da knapp 6 Euro bezahlt für die Basic-Version. Man hätte das DLC separat kaufen möchte, kriegt man es nochmal für 10 nachgeschmissen, also knappe 16 Euro. Kann man echt nicht meckern. Bei Steam ist es natürlich etwas teurer. Die, wo halt eher lieber auf Nummer sicher einkaufen. Bei Kinguin ist so eine Sache, der kauft man eigentlich von irgendeinem Händler ein Code fürs Game. Und ja, ich. Okay, Junge, das stürmt sowieso nach vorne. Der Betäubungsklub. Hat er sich jetzt geheilt, der Penner? Okay, du kriegst jetzt richtig Ärger. Die Überlebenden eskortieren zu lassen. HD-Technologie, wunderbar. Die Teile brauchen wir für die Upgrades. Ja, also, wo war ich schon geblieben? Ja. Es ist halt eine Plattform, wo man halt die Codes für die Games bekommt, die man dann auf den verschiedenen Plattformen, ob das jetzt bei Steam oder bei den jeweiligen Publisher, bei Ubisoft, EA und so weiter, oder sogar auch bei Epic, kann man alles da so einkaufen und einlösen über die Codes. Ich persönlich muss zwar sagen, ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Andere Kumpels sagten mir, dass sie schon mal auf einen Code gefallen sind, wo nicht durchging. Sie haben dann gezahlt für was, wo sie nicht benutzen konnten. Also, wer mag, wer Geld sparen möchte, kann sich gerne gönnen. Muss man halt auch sehr aufpassen, wenn man die DLCs und solche Sachen separat kauft. Zum Beispiel hatte ich mich mal richtig dumm erwischt und habe nicht geachtet, dass ich da das DLC für den US-Markt gekauft habe und so war es nicht kompatibel in meinem Land und ich konnte den Code nicht benutzen. Und dann ist das Geld auch futsch. Weil die Teile kann man nicht mehr zurückgeben. Steht jetzt
Ja. Nehmen wir. Auf den Dächern eines Wohnkomplexes befinden sich Gärten. Das Theater könnte darin Lebensmittel anbauen. Vertreiben Sie die Hyänas von dort und sichern Sie die Gegend. Ich verdrück mich noch immer. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Naja, in der Weltstufe 1 ist noch alles ziemlich pipifax, also es ist kaum Anstrengung. Manuelle Kontrolle erforderlich. In der Weltstufe 4 und 5, naja, wenn man da das gewisse Gear nicht hat, kann von das ziemlich anstrengend sein. Sogar so eine einfache Propaganda-Mission. Ich finde es ja lustig, dass wenn die Leute Hilfe brauchen, sollen sie zum Theater gehen. Die Ironie dabei ist, beim Theater ist einfach mal eine Durchsage, ja, wenn wir, sie können sich bei uns einschreiben und ja, können sie morgen wieder zurückkommen und vielleicht bekommen sie dann einen Platz, beziehungsweise wir lassen sie auch rein.
Du willst ein richtiger Sommer. Sich nähernde Feinde erkannt. Der hat's überlebt. Oh, das ist nicht mehr. Was bringt der sich denn? Fliegen hier schon wieder die Mücken rum. Schmeißen wir mal ein bisschen Equipment hier drauf. Holster. In den Knien habe ich schon nichts Besseres. Pass auf. Attribute, die gucke ich mir jetzt momentan nicht wirklich an, weil es am Anfang nicht wirklich relevant ist. Das kommt im späteren Spielverlauf, wo ich sage, es ist wichtig. Jetzt momentan ist es absolut Schnuppe, Hauptsache die Zahlen gehen hoch. Auch jetzt auf Sets aufzubauen, bringt jetzt momentan nichts. Ja gut, doch, ich würde definitiv stärker werden, beziehungsweise die Gegnersphären etwas einfacher, aber jetzt auch nicht so viel, weil die Gegner sind hier nicht schwer, also null Anstrengung. So, nee, das wollte ich nicht. Meine Knarre hält. So ist es richtig. Gibt es
Da gibt es noch klein Loot hier. Wie das hier. Ja, Mensch. Drück mich hier. Und schon wieder verdrückt. Ach, nicht. Dumm. Durchgeglitscht. Können wir weiter? Ich laufe absolut in die falsche Richtung. Hier hat jemand noch grünen Loot fallen lassen. Ah, hier. Okay, vertreiben Sie die Hyänas und sichern Sie die Dachgärten. Oder was? Treffe ich nicht. Ich sehe feindliche Aktivitäten in der Nähe eines Pools auf dem Dach. Sieht aus, als würden die Hyänas aus einer der benachbarten Wohnungen agieren. Okay, Agent. Gehen Sie aufs Dach und suchen Sie von dort aus weiter. Analyse. Ammoniumnitrat. Düngemittel. Glaube nicht, dass Sie Lebensmittel angebaut haben. Vielleicht benutzen Sie es, um Sprengstoff herzustellen. Ja, die Boxen sind eigentlich wichtig für einmal so einfach Loot zu bekommen. Der Loot ist meistens nicht schlecht.
war hier nur eine grüne Waffe. Aber grundsätzlich sammelt man die Kisten hier, weil in seltenen Fällen kommt es vor, dass man ein Mystic-Teil findet. Für die eine Mystic-Waffe. Dann überlebt er wieder mit einem Fitzelchen. Thank you.
verstecken sich die meisten Hyänas. Dringen Sie durch diese Seite des Komplexes vor und sichern Sie ihn. Agent braucht Verstärkung. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Im Ostteil des Komplexes ist noch Bewegung zu erkennen. Gehen Sie dahin und bringen Sie die Sache zu Ende. Scheiße, mein Bein ist eingepennt. Das ist nicht cool. Ah, Schmerz. Schmerzt wieder. Okay. Einen Moment. Jetzt merke ich gerade, dass... Hallo? Dass irgendeinem Grund
Hat sich der Sound vom Mikrofon und vom Spiel am Stream ausgeschaltet? Ist natürlich ärgerlich. Gut. Was habe ich denn hier denn? Eine Fehlermeldung. Übertragung Framework. Ursprünge Frame. Minuten. Ach so. Irgendwie. Habe ich ein paar Frames dort. Ist aber nicht schlimm. Spätestens in ein paar Monaten habe ich mein Zimmer und dann bin ich per Kabel angeschlossen und dann ist auch die Verbindung viel stabiler. Bin ja momentan nur übers WLAN verbunden mit meinen PCs und Handys. Auf dem gegenüberliegenden Dach befindet sich eine Wasseraufbereitungsanlage. Könnte was fürs Theater sein. Ja, Junge, übertreib's nicht hier. Gehört uns. Diese Gärten sollten das Theater konstant mit Nahrung und Wasser versorgen, und Esser wird sich bestimmt freuen. Kevin. Warte, ich meine es nicht am Discord. Kevin? Hallo. Ça va? Jo, geht. So, der Stream hängt mega über drüber. Seriös? Ja. Ich hab 5 Minuten da, ich hab bis nur 2 verschiedene Frames. Ja, schon Fehlermeldungen auch schon rückgrat. Es leid ganz bestimmt, weil den anderen Stream so viel frisst. Weil haut aus mein echtes Stream, den ich über TikTok auch machen. Okay. Ich menge, Wünsche einen anderen Frame. Okay, ja, ich menge, du musst dich definitiv etwas ändern. Ich meine, es ist immer gut, aber du musst wie es denkst, ich weiß, ich weiß, ich weiß, es verwundert Leute, dass
Das ist ein bisschen viel, 2x8000. Ich werde die von TikTok mir rufsetzen, ob einfach HD. Kann ich da noch ein bisschen andere Darstellung. Scheiße, ich kann Qualität rein nicht ändern. Ja, wie es besteht. Ja. Ich habe mich gewundert, was könnt ihr dann Discord? Ja, ich hätte gedacht, ich wäre noch dran. Hm. Nicht. Ich werde den Stream vom TikTok Einkauf posieren. Kann ich den posieren? Ja, ich kann den posieren. Kann ich dann Darstellungen heilo ändern? Einstellungen. Ne, natürlich nicht. Kann ich nicht. Da stellen wir halt mal ein KM. Die Ablesung wird jetzt mal auf 720. Geschwindigkeitstesten, wie soll dort Qualität sein? Normalerweise müsste den Stream sich low von Twitch sich ein bisschen erholen. Okay. Ich hoffe mal. Nee, ich will lieber auf 720 auf. Nee. Ja, okay, ich weiß, für was hat auch ein bisschen noch ruckelt, weil lo mein Spiel auch ruckelt, weil ich außerhalb vom Bildschirm gerade schaffen. Schluss in den Abdressen, Video, Bildrate, Bitrate. Schmachen die ob 2. Schmachen die ob 3. Bis ciao. Aus und Auto betrachte kann 192 Schluss eine Stille laufen. Anscheinend ist mir verzögert in den Videos und Audio. Das läuft synchron. Das verschnitt. So, das müsste dann so okay sein. Ich muss das sowieso ein paar Mal selber gucken. Mais bon. Nächsten Dingens mach ich schreib mal halt. Punkt 2. Ich kann nicht speichern, wird voll sehr.
Okay, da kann ich natürlich speichern. So, das ist dann gespeichert. Live soll gestartet gehen. Richtig. So. Ach Gottchen. So, mach mal einmal Zeit, mal ein bisschen mit klein. Okay. Das Ding ist, wenn ich mit einer Bodybuilding-Pose hier langlaufe, ist das...